Dämonen und Teufel, willkommen zurück bei Metal Hellsinger. Heute wollen wir einmal in das neue DLC reinschauen. Und zwar gibt es zwei neue Songs, drei neue Skins, eine neue Waffe und die Option, die Songs zu wechseln während der Level, was wir hier oben sehen. Ich habe eine Runde Sheol gespielt auf Ziegenbock, um mir die letzte Marke zu holen. Und daher wollen wir jetzt heute mit Untier anfangen und mal reinschauen. Ziel ist es natürlich, die anderen Marken zu finden. Und wir werden natürlich die neuen Tracks nehmen. Boss-Track kann ich leider nicht entern. Die sind immer auf 125 Beats per Minute. Ja, ich finde den Endboss-Song von System of a Down ziemlich nice. Okay, machen wir es so. Und Vogue-Bewaffnung. Jetzt können wir erstmal sehen. Die rechte Hand. Die rote rechte Hand ist die neue Waffe. Dann nehmen wir noch die Revolver und Outfits. Seht ihr schon, nehmen wir Engelsblick. Dann gibt es noch Morgenstern. Ja, da. Kawaii und dunkles Fangirl. Mhm. Alright. Ich würde sagen, let's go. So, mal schauen, wie es läuft. Let's go! Full of cold and ice and despair. Unknown didn't care though. She had her own. Ja, sieht schon nice aus. Feel the beat. So, ich bin gespannt, wie viel die Leute aushalten. Ich glaube, die Taktik, jetzt Parks als erstes hochzuleveln, wird mich in engen Räumen sehr schnell in Bedrängnis bringen. Wir müssen nach der Marke Ausschau halten. Und ich darf nicht so viel reden, weil ich dann den Beat und den Rhythmus verliere. Eine Marke. Ah, da war sie, die neue Waffe. Bekomme ich hier Schaden, wenn ich in der Lava stehe? Marke, wo bist du? War das nicht? Gegenstand zerstören, zweimal dashen und noch einen zerstören. Es gibt ja diese Punktmultiplikatoren. Die habe ich aber nicht mehr im Kopf, leider. Nicht mehr alle. Okay, keine Marke. Das war schlecht. What? Wer trifft mich denn? Ach, da! Ich will Parks am Anfang so gut es geht aufladen. Damit ich das in den schweren Bereichen nicht mehr machen muss. Ja.
Vielleicht gehe ich mit der DPI-Zahl noch ein Stück runter. Okay, das ist das erste Spiel auf den Schwierigkeitsgrad. Okay, erstmal noch reinkommen. Und du merkst schon, dass die Gegner viel mehr aushalten. Und dein ganzes Denken von Kombination an Waffen überhaupt nicht mal funktioniert. Marke, wo bist du? Ihr merkt die Streuung auf die Entfernung, ne? Okay, das hat zumindest geklappt. Das hat nicht geklappt. So, hier könnte sich noch eine Marke verbergen. Komm ich da hoch? Nee. Die Marken sind halt immer so schwer zu erkennen, ne? Die sind halt immer so dunkel. Können überall pulsieren.
komme ich denn zu dir? Wupp. Da habe ich dich. Wo geht's weiter? Hier, oder? Wow! Die Map nicht mehr richtig. Gab's früher nicht Knockback auf den Nahkampfattacken? Bei den kleinen zumindest? Was? Wer trifft mich denn? Du. Wow, wow. Ho. Die machen einen Schaden bei den Schwierigkeitsgraden. Knowledge of myself. My ultimate, I guess you could say. Ein Hit von denen, Max. Wow, 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 alter Schwede. Du darfst dich nicht in der Frontlinie befinden. Echt schwer. Also zumindest, ne, ein Großteil der normalen Gegner macht durch einen Hit jetzt so schnell den Timer runter. You,
La 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 na 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 na. Jawohl. Schwede. Da sind die Hits von einigen Zwischengegnern viel, viel schlimmer als die Hits vom Boss. Krass, ey. ...83% der Zeit auf Rang 16. Okay, für das erste Mal wieder Einstieg. Finde ich es ganz okay. Finde ich ganz okay. So, für das zweite Level heute nehmen wir den neuen Track. Also Leviathan hatten wir jetzt. Ja. Dann nehmen wir jetzt Stream of the Beast. Und für den Boss-Track nehmen wir mal... Ja, den ersten, den Haupttrack. Marke finden. Ich meine, du bist gut auf mittlere Distanz. Ist gut auf, also für die Entfernung würde ich schon gern was haben. Ich würde das einfach dabei belassen. Weil momentan sind Schrotflinte und die Waffe für mich noch auf ein Level. Die weiß ich nicht, ob die gepatcht wurden, ob die mehr Sinn machen mittlerweile. Aber wir bleiben dabei. Und wir können auch gerne das Outfit ändern. Und gehen auf das Fangirl. Sonst irgendwas. King of the Beast, Blood and Lore, Waffen sind gewählt. Dann hinein. Mit Christiana Scabbia von Lacuna Coil. Ich glaube, das ist bisher schnellste Lied. 148 ppm, glaube ich. Oh, das ist schnell. Erstmal aufleveln. Oh,
Puh, also ich glaube echt, das Schwierigste ist, nicht getroffen zu werden. Eine Marke, oder? Oh, wow. Mal hier drauf gehen und gucken. Ach nee, das ist nur Stromleitung. Okay, ich habe nichts gesehen. Ne, keine Marke hier. Zumindest auf den fünften Blick. Wollen ja nicht sonst Gegner? Ach, die sind, als ich das Tor geöffnet habe, sind die rausgekommen, alle. So, hier könnte sich doch eine Marke potenziell verstecken. Naja. Okay, okay, okay. Ach nee, die Marke habe ich ja schon, ich düsse. So, weiter geht's.
Also mit Parks ab dem Schwierigkeitsgrad zu kämpfen, macht überhaupt keinen Sinn zum Aufladen. Zumindest nicht gegen diese Gegner. Die kleinen, ja. Kannst du noch leben? Fast runtergefallen. Da oben. Geht doch gleich zum Boss. Na, ah, stimmt, jetzt kommt das noch hier. Zu wissen, wenn ich die Special zünde und dann eine Exekution mache. What? Endet die Ultimate. Hohoho. Das hat mich jetzt voll verwirrt. Dass der Beat so drastisch getroppt ist von 148 Beats auf 125. Ah, bin ich schon. Okay, weiter kann ich nicht steigern, weil ich das Tor zerstört habe. Blood and Lore. Ram tam 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 tam. Prepare to die. Oh, well, you want me on. Then you are not the left one.
Alter, was der aushält! Aber nicht gut. Nicht so gut, aber ja, wie gesagt, für den ersten Tag, das erste Mal wieder spielen und das auf dem Schwierigkeitsgrad, ist schon okay, ist schon okay, ist schon okay. Muss jetzt nicht Top-Platz landen. 10 Millionen ist schon mal gut. Im ersten Level habe ich unter 10. Oh, 11. Gar nicht so schlecht. Und Platz 219. Gut, 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 gut. Ja, Leute, das soll es für den heutigen Einblick in die neue Waffe und in die neuen Tracks erstmal gewesen sein. Wir haben zwei neue Outfits getestet. Und ob ich jetzt nochmal schnell zurückkomme zu Metal Hellsinger, weiß ich noch nicht. Ich habe erstmal geguckt und gespielt und die Waffe ist nicht schlecht. Und ja, wenn euch der Content gefällt, lasst gerne einen Comment, ein Like oder ein Abo da. Wie gesagt, YouTube ist kostenlos, denkt immer dran. Und wir sehen uns bei dem nächsten Spiel oder der nächsten Folge. Bis dahin und ciao. Thank you.